mich total aufgelöst angerufen und der war auch mit einem deutschsprachigen Makler in Kontakt im Endeffekt und der hat ihm ultra Druck gemacht, richtig beleidigt dann auch am Telefon und der hat mich danach angerufen, war dann komplett aufgelöst. Man merkt halt, viele haben den Druck, die müssen vielleicht auch verkaufen, die schauen wie gesagt, dass sie irgendwie über Wasser halten und das spürt dann am Ende auch der Kunde dann. Das fand ich wirklich krass. Dann sagt er zu mir eiskalt, das ist eine Silent Mosque. Hatte ich davon noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt und es gab es auch tatsächlich nicht. Welche Frage, braucht der Kunde überhaupt einen Makler hier bei den ganzen tollen Apps oder sagt man lieber, macht es lieber selber? 90% der Angebote, die man im Internet findet in Dubai, die existieren gar nicht wirklich. Klar, natürlich jeder preist immer die Vorteile an, aber kaum jemand sagt irgendwas über die Nachteile. Bestes Beispiel, Jumeirah Village Circle, JVC, was ja von vielen Maklern hier in Dubai extrem gehypt wird. JVC ist zum Beispiel, hat zwei ganz große Nachteile. Heute geht es um das Thema Makler Insights. Ich habe mir zwei super sympathische Makler eingeladen von der Firma oder von der Agency Real Dubai hier in Dubai mit dem Auftrag hier Unplug über den Immobilienmarkt in Dubai zu plaudern, über Makler, über den Umgang miteinander, über das Kundengeschehen. Entsprechend wird es heute super spannendes Interview. Es ist Klartext angesagt. Ich persönlich habe mir zwar richtig gemeine Fragen ausgesucht und freue mich entsprechend total auf dieses Interview. Ich arbeite auch selber super gerne mit den beiden hier zusammen, denn ich mag ihre positive Art, aber auch ihre realistische Art, mit dem Markt hier in Dubai umzugehen. Denn das Lied alles ist schön, alles ist toll. Ja, gerade als Deutscher findet man das ziemlich nervig und eher unglaubwürdig. Dementsprechend mag man realistische, aber positive Charaktere. Entsprechend finde ich also auch gerade diesen Markt bei den beiden Jungs perfekt. Ihr dürft also gespannt sein heute auf ein tolles Interview und ihr solltet dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende sehen, denn es wird extrem viel für euch dabei drin sein. Mein Name ist Dr. Florian Roski, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich euch mit auf meine persönliche Freiheitsreise. Aber let's go! Hallo Ralf, hallo Sebastian, Jungs, stellt euch doch mal vor. Ja, hallo, ich bin der Ralf. Ich investiere seit 2011 selber in Immobilien, bin seit 2018 hauptberuflich als Immobilienmakler tätig und ja, bin mit meiner Familie nach Dubai ausgewandert und arbeite seither hier mit dem Florian und dem Sebastian intensiv zusammen. Und ja, ich bin der Sebastian Kormann, bin auch schon seit fast 10 Jahren mittlerweile mit Immobilien unterwegs, habe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also Wirtschaft und Technik hat mich schon immer interessiert. Habe mit 21 meine erste Wohnung gekauft, früh selber investiert, dann auch Immobilien gehandelt, also fix and flip saniert. Ich kenne mich auch auf der technischen Seite sehr, sehr gut aus. Und ja, das Thema Immobilien begeistert mich schon von Kind auf. Und ich habe gesehen, was hier in Dubai auch möglich ist, was es für Chancen gibt. Dubai hat mich schon immer fasziniert, war das erste Mal 2018 hier. Seitdem bewegt mich das Thema und ich hätte schon viel früher kommen sollen. Also hier geht wirklich die Post ab. Ja, aber Jungs, was ist los in Dubais Immobilienmarkt oder Maklermarkt? Man hört ja so viele toughe Stories. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch nicht von abzuweisen. Es kommen einfach extrem viele Leute, auch extrem viele, die hier Makler werden wollen oder ihr Glück versuchen. Ist so ein bisschen die Goldgräber-Glücksritter-Stimmung. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit den goldenen Zeiten in den USA. Jeder kommt, möchte vielleicht auch das schnelle Geld machen hier und hat vielleicht auch keinen Plan, was er machen will, einfach mal ab nach Dubai. Und dann überlegt man sich, wie kann man vielleicht über Wasser sich halten, was kann man denn hier anfangen. Und viele bleiben halt hängen am Immobilienmarkt und versuchen ihr Glück als Immobilienmakler, haben aber gar keinen Background. Also kommen auch nicht aus der Immobilienbranche, haben früher ganz was anderes gemacht, kommen hier an. Und ja, versuchen halt einfach ihren Erfolg und ihr Glück, aber ja, haben überhaupt keinen Background im Endeffekt. Was ist die wildeste Story, was sind die wildesten Stories, die ihr aktuell erlebt habt in Dubai? Also was ich selber schon krass fand, ich habe auch einen Kunde, der hat mich total aufgelöst angerufen und der war auch mit einem deutschsprachigen Makler in Kontakt im Endeffekt und der hat ihm ultra Druck gemacht, richtig beleidigt dann auch am Telefon, also der hat ihm ein paar Sachen geschickt, dann hat er nicht mehr reagiert. Und dann hat ihn angerufen, den komplett zur Sau gemacht, komplett zusammengeschissen. Und der hat mich danach angerufen, hat ihn komplett aufgelöst. Dann sage ich ja sofort auflegen und Ende Gelände. Und da dachte ich auch, wie kann man so mit jemandem umgehen? Also man merkt halt, viele haben den Druck, die müssen vielleicht auch verkaufen. Die schauen, wie gesagt, dass sie sich irgendwie über Wasser halten. Und das spürt halt am Ende auch der Kunde dann. Das fand ich wirklich krass. Weil für mich ist es wirklich wichtig, jeden auch ja, ehrlich und offen einfach zu behandeln und entsprechend wertzuschätzen auch. Ja. Was war deine krasse Story? Das ist ein gutes Thema mit der Wertschätzung, das habe ich auch selber am eigenen Leib erfahren. Also ich habe hier auch, als ich hier angekommen bin und eine Wohnung besucht habe, hatte ich auch einen Termin ausgemacht mit einem Makler für eine Besichtigung.
Der Termin war angesetzt für um 10 Uhr. Ich stand da natürlich typisch Deutscher, 10 vor 10, 5 vor 10, 10 Uhr, Viertel nach 10, immer noch keiner da. Und dann habe ich mehrfach versucht, natürlich den anzurufen. Um, keine Ahnung, 20 nach 10 oder so habe ich ihn dann endlich mal erreicht und habe ihn gefragt, ob er noch kommt. Und dann meinte er, ja, nee, warum soll er denn kommen? Die Wohnung ist ja offen, ich kann ja einfach reingehen. Und am Ende des Tages habe ich dann die Besichtigung mit dem Security gemacht. Der hat mich dann freundlicherweise in die Wohnung reingelassen. Und als ich mit der Besichtigung fertig war, 5 Minuten später kam dann der Anruf vom Makler, der mich dann gefragt hat, ja, wann ich denn den Deposit-Check hinterlegen kann. Okay, so, okay. So läuft Kundenbetreuung hier in Dubai. Mir ist mir auch noch eine richtig krasse Story eingefallen, Anekdote. Also das war auch hier am Anfang, wo ich selber für mich geschaut habe, war ich auch in der Besichtigung und da war eine Moschee direkt neben der Wohnung. Und dann ging schon ein bisschen so die Alarmglocke an, oh, okay, da wird es wahrscheinlich auch mal ein bisschen lauter zugehen. Dann frage ich den Makler direkt, ja, wie ist es denn mit der Moschee? Haben wir hier große Lärmbeeinträchtigung? Dann sagt er zu mir eiskalt, es ist eine Silent Mosque. Hatte ich davon noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Und es gab es auch tatsächlich nicht, weil 10 Minuten später, am Ende von der Besichtigung, als ich gerade am Rausgehen war, fängt der Muezzin an zu singen. Und ich habe den Makler angeschaut und hat richtig gesehen. Also wieder die, dass ich dachte, scheiße, das ging nach hinten los. Okay, und dann war das Thema auch direkt erledigt für mich. Also das kann ich euch versprechen, wenn ihr euch für den Dubai-Markt interessiert und ihr werdet auf jeden Fall lustige Geschichten erleben. Was sind die größten Fehler, die im Prinzip Kunden bei der Auswahl des Maklers machen können? Was, ihr habt ja selber auch hier gesucht, um wohnhaft zu werden, habt ja auch viel Erfahrung gemacht, ich auch. Was sind eurer Meinung nach die größten Fehler, die im Prinzip ein Kunde machen kann bei der Auswahl des Maklers? Also ich denke tatsächlich, wie ich es auch schon angesprochen habe, es kommen einfach hier so viele an, auch in Dubai, oder sind auch als Makler aktiv. Es gibt extrem viele Makler, die Zahl der Makler steigt auch immer mehr und viele haben einfach keine Ahnung, haben keinen Background. Also das heißt, die wollen vielleicht auch gar nichts Schlechtes, aber die verstehen einfach auch gar nicht, um was es wirklich geht. Das heißt, da muss man extrem auch aufpassen und auch hinterfragen, wo kommt denn der oder diejenige her? Was haben die für einen Background? Haben die auch davor schon mit Immobilien gearbeitet? Das Wichtigste ist, glaube ich, Fragen stellen. Ne? Ja, was kannst du? Fragen stellen, kritische Fragen stellen, auch hinterfragen und natürlich auch selber mitdenken, auch eine eigene Marktrecherche. Ja, ganz wichtig. Das ist extrem, extrem entscheidend. Ne? Was würdest du noch sagen? Nee, ich kann mich da nur anschließen. Also definitiv sollte der Makler auch selber Erfahrung im Immobilienbereich haben und nicht aus dem Multi-Level-Marketing oder sonst irgendwo kommen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, was sind in Dubai eigentlich die besten Portale, um jetzt Bestandsimmobilien im Neubau zu kriegen? Ja. Was würdet ihr da sagen? Ja, tatsächlich ist das Thema mit den Portalen sehr schwierig in Dubai. Es gibt zwar Property Finder, Bayut, und noch ein paar andere Dubizzle, aber die werden hauptsächlich als Lead-Generatoren genutzt. Also 90% der Angebote, die man im Internet findet in Dubai, die existieren gar nicht wirklich. Und sobald man dann als Kunde dort anfragt, dann bekommt man 5 Minuten später einen Anruf und wird als allererst gefragt, ja, was ist denn dein Budget? Die Wohnung ist hier leider gerade verkauft, heute Morgen haben wir sie beurkundet, aber wir hätten noch was anderes für dich. Also so diese typische Vorgehensweise leider Gottes hier. Und wie gesagt, die Portale sind hauptsächlich Lead-Generatoren. Deshalb machen wir es auch so. Wir haben eine Telegram-Gruppe, in der wir unsere Immobilien immer top aktuell posten. Weil man kann auch hier in Dubai, das auch ein bisschen tricky tatsächlich, man kann gar keine neuen Off-Plan-Projekte bewerben. Denn um diese bewerben zu dürfen, müssen die eine sogenannte RERA-Registrationsnummer haben. Und die haben sie erst, wenn sie angefangen werden zu bauen. Bevor sie angefangen werden zu bauen, sind sie aber meistens schon verkauft. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Das heißt, man darf eigentlich noch gar keine Projekte bewerben, die noch nicht gebaut sind oder zumindest im Bau sind. Aber bis dahin sind sie halt leider schon verkauft. Und wie gesagt, deswegen machen wir es so, dass wir eine Telegram-Gruppe haben, wo wir dann die top aktuellen Sachen immer posten. Die Verlinkung zur Telegram-Gruppe, die blenden wir euch mal ein, wenn ihr Interesse habt. Immer zu sehen, was gibt es eigentlich so an Neubauprojekten. Sind die auch schon vorselektiert von euch oder schaltet ihr einfach alle Neubauprojekte rein? Oder eigentlich eher so, wo ihr sagt, die findet ihr gut? Nein, wir posten natürlich nur die, die wir auch gut finden. Okay. Da gibt es ja auch, also das Hauptproblem in Dubai finde ich mal, wird zugespammt. Ja, das stimmt. Ne? Das heißt, das ist auch mit die größte Herausforderung, ja. die Spreu vom Weizen zu trennen. Muss man ganz klar sagen. Es gibt hier so krass viel auch Marketing, Überangebot. Also das ist ein bisschen so, als wenn du vom Joghurtregal stehst und da sind 10.000 Joghurts drin und jeder schickt dir nochmal 5. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, was schlecht oder gut ist. Ja. Das ist eines der Hauptgefahren in Dubai, dass man im Prinzip verwirrt wird. Absolut. Und um eine Immobilie zu kaufen, sollte man schon auch einen klaren Geist haben und genau wissen, sagen wir so, welches Joghurt jetzt das Richtige ist. Ne? Ja.
Gut, wichtiger Punkt, gibt es hier auch Apps, die man quasi im Umgang mit Immobilien verwenden kann? Würdet ihr welche empfehlen? Ja, also definitiv die Dubai Rest App, die kann ich auf alle Fälle empfehlen, gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel Neubau kauft. Ist super gelöst hier in Dubai, ist im Endeffekt, gibt es hier eine Möglichkeit, den Baufortschritt in der App auch zu überwachen. Da kommt auch immer ein staatlicher Gutachter vorbei, schaut sich alles an und legt auch den Bericht quasi direkt hier in der App ab. Das heißt, ihr könnt zu Hause entspannt von der Couch schauen, wie weit ist denn das Projekt jetzt schon, was war der letzte Bericht. Also das finde ich sehr, sehr nice. Und noch ein Geheimtipp, DXB Interactive. Gerade hier in Dubai ist der Markt sehr, sehr transparent. Ist für mich auch ein riesen Vorteil, gerade wenn man auch schaut, wie sind die Mietpreise, was waren noch die letzten Transaktionen. Man kann ja wirklich alles einsehen. Und da sage ich auch immer, do your own research. Also schau einfach mal nach, was waren denn so die Transaktionen und was werden wirklich für Preise und Mieten bezahlt, weil viele Makler auch aufgepasst, die versprechen dir einfach unrealistische Rendite, Preisen, Mieten und dementsprechend einfach selber nachschauen. Auch der Mietspiegel ist übrigens öffentlich einsehbar. Ne? Also es gibt auch eine Webseite, da kann man selber den Mietspiegel checken. Also auch wenn jemand sagt, hier gibt es 200.000, 300.000, 400.000 Miete im Jahr, kann man das ganz easy selber nachrecherchieren, ob das tatsächlich stimmt. Und das sind auch offizielle Seiten von der Regierung mit dementsprechend ja auch verifizierten Daten. Also die Apps werden wir uns auch nochmal ins Video reinstellen, dass ihr hier top informiert seid. Warum geht es ja in diesem Video, Informationen zu bekommen, damit man hier echt einen Vorteil hat. Welche Frage braucht der Kunde überhaupt einen Makler hier bei den ganzen tollen Apps? Was ist da genau der Vorteil, so einen Makler zu haben, wenn man einen guten erwischt? Ja. Oder sagt man lieber, macht es lieber selber, da kann man quasi, da kann man nicht fehlgeleitet werden. Wie du schon gesagt hast, ist es extrem wichtig, einen guten Makler zu finden. Und ich sehe mich auch im Endeffekt als Berater, als Immobilien-Scout, wie gesagt, wirklich den Überblick zu behalten, auch die Spreu vom Weizen zu rennen, die guten Sachen auszuwählen. Und der Vorteil ist ja immer für einen Kunde, wenn er zum Beispiel jetzt auch Neubau kauft, der hat dann eben zwei Ansprechpartner. Wenn er jetzt zu einem Bauträger geht, natürlich sagt er, dass er der geilste Bauträger ist. Es ist das Gleiche, wenn ich jetzt in Deutschland zur Raiffeisenbank gehe, natürlich sagen die Union Investment ist der geilste Fonds, weil sie natürlich auch nur den anbieten können. Und dementsprechend ein Makler, der halt den Überblick hat, der kennt auch den Markt und weiß eben, okay, es gibt für jeden Topf einen passenden Deckel, aber es muss jetzt nicht heißen, dass der eine Bauträger für jeden der richtige ist. Aber ich glaube, das ist mal ein wichtiger Punkt, dass man auch auf der Unabhängigkeit des Maklers anfragt. Nicht, dass der quasi nur exklusiv für einen Bauträger arbeitet. Ja. Dann ist ja logisch, dass sogar das, ich sag mal so, das Apartment am Aufzug mit dem Blick auf die Hauptstraße eine tolle Option ist. Ne? Absolut. Weil der muss ja den ganzen Tower verkaufen, also muss er am Ende halt auch die schlechteren Apartments verkaufen. Richtig, es ist nun mal nicht jede Wohnung gut. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn der Makler unabhängig ist, dann kann er quasi aus jedem Tower die Rosinen rauspicken und kann sagen, gut, der Tower ist jetzt abgewirtschaftet, jetzt ist es besser, man wartet auf den nächsten Bau. Und hier gibt es ja auch einen Spruch, der nächste Tower ist mal besser als der Tower davor. Weil man lernt natürlich auch dazu, die Lernkurve ist gut und deswegen wichtig, dass man sich nicht quasi die schlechten Einheiten, denke ich mal, auch in Objekten anquatschen lässt. Wichtig finde ich vor allem auch immer, dass der Makler auch offen kommuniziert, was die Vor- und die Nachteile sind. Weil klar, natürlich jeder weist immer die Vorteile an, aber kaum jemand sagt irgendwas über die Nachteile. Also da finde ich bestes Beispiel immer hier die Gegend rund um Jumeirah Village Circle, JVC. Was ja von vielen Maklern hier in Dubai extrem gehypt wird. Deutschsprachigen Makler. Auch von deutschsprachigen natürlich. Und ist aber nicht das Richtige für jeden. Also ich sag mal, JVC ist zum Beispiel, hat zwei ganz große Nachteile. Es gibt kein Community-Konzept. Das heißt, jeder baut dort einfach querbeet das, worauf er gerade Bock hat. Und so sieht es auch aus. Genau, so sieht es halt entsprechend auch aus. Ne? Also hast du ein Townhouse, nebendran ein riesen Tower. Und dann kommt ein Townhouse. So Community, ne? Ja, ja. Also es gibt halt wirklich keine richtige Community dort. Und es gibt ein paar Parks, ich glaube 5 oder 6 Parkanlagen mit Grünflächen. Aber die sehen halt alle gleich aus. Also copy paste. In einem drin war, brauche ich in die anderen nicht mehr reinzugehen. Und auch rund um JVC, der Verkehr ist natürlich brutal. Auch echt brutal. Und das sind halt, sage ich mal so, die Nachteile. Ich meine, klar, ich kenne auch jemanden, der wohnt in JVC, der fühlt sich dort pudelwohl, weil der sagt, der verdient sein Geld online und die Community-Flächen braucht er nicht, der bewegt sich eh hauptsächlich innerhalb seines eigenen Gebäudes, dann ist natürlich JVC geil. Wenn ich jetzt aber eine Family zum Beispiel habe mit Kids, die auch draußen spielen wollen, die was erleben wollen, die sich mit anderen treffen wollen und wenn die Kinder auch morgens irgendwie in die Schule müssen, um 8 Uhr und um 16 Uhr wieder nach Hause kommen, wenn Rush-Hour ist, dann ist natürlich JVC definitiv der falsche Ort. Absolut. Und das sind halt solche Sachen. Das sind Erfahrungen, die man halt macht hier vor Ort. Also ich habe die ersten 6 Monate, als ich hier war, nichts anderes getan im Prinzip, als mir die verschiedenen Communities und die verschiedenen Bauträger anzugucken. Und das ist halt auf jeden Fall was, wo ich sage,
wenn man einen Makler hat, der das ordentlich und vor allem auch ehrlich kommuniziert, die Vor- und Nachteile, ist das definitiv ein riesen Mehrwert. Ja, und wenn du vor allem ein Haus kaufst, dann macht es auch Sinn, einen Makler zu haben, der selbst Kids hat. Also wenn, wenn du mit den Kindern herziehst und hast dann Single-Makler, der denkt ganz anders. Absolut, und da hast du einen riesen Vorteil, im Prinzip, wenn da auch jemanden hast, der die gleichen Probleme hat wie du. Ja. Und der sich halt unter dem Gesichtspunkt Familie im Prinzip verschiedene Communities angeguckt hat. Natürlich. Und wenn du Single bist und willst was erleben, dann ist es natürlich besser. Genau, du gehst da zu den Experten, genau. Ne, der im Prinzip wunderbar nachvollziehen kann. Und genau sagen, du, pass auf, in der Straße sind alle Bars langweilig. Wenn du ein gutes Leben haben willst und auch, ich sag mal so, Gemeinschaft, also ankommen willst und Kontakte haben willst und diese Art von Spaß willst, dann macht es natürlich einfach Sinn. Man hat da jemanden, der im Prinzip dieses Leben hier auch lebt. Ja, und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil. Ja, wie hilft ihr jetzt euren Kunden speziell, die richtige Immobilie zu finden? Habt ihr da einen speziellen Weg? Also meiner Erfahrung auch nach, das Allerwichtigste ist einfach eine vernünftige Bedarfsanalyse. Und da versuchen halt viele so den Shortcut zu finden. Die schicken direkt per WhatsApp ein paar Angebote durch und wundern sich, wenn es dann nichts wird oder der Kunde auch nicht happy ist. Ja. Also du musst ja erstmal verstehen, wo kommt denn der Kunde her? Was ist auch die mittellangfristige Perspektive? Was treibt den Kunden an? Wo möchte er hin? Also das ist für mich das Allerwichtigste, den Kunden erstmal zu verstehen, abzuholen und auch selber im Prozess zu begleiten, zu helfen, zu verstehen, wo der Schuh drückt oder wo die Reise hingehen soll. Das ist verdammt, verdammt wichtig. Was sind eigentlich die größten Ängste eurer Kunden? Die kommen jetzt aus Deutschland an oder aus dem deutschsprachigen Bereich, also Österreich, Schweiz, Deutschland, das sind ja die hauptsächlichen Kunden, die ihr auch betreut. Und die kommen jetzt hier an. Was sind deren eigentlich ihre Hauptängste und oder Probleme, die sie sehen und wie begegnet ihr denen? Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist tatsächlich einfach einen vertrauenswürdigen Kontakt vor Ort zu finden. Also man ist ja nicht vernetzt, man kennt keinen, man ist auch entsprechend weit entfernt. Viele waren vielleicht sogar noch nie in Dubai, kennen sich hier nicht aus und haben vielleicht auch die Sorge, dass sie da einfach in den Falschen geraten. Man hört ja auch immer viele Scammer auch hier unterwegs. Also das ist mit die größte Sorge, einfach einen guten Makler. Aber das ist auch das Allerwichtigste, einen guten Kontakt hier vor Ort zu finden, der wirklich das Beste für den Kunden will. Klar, der Kunde ist nicht da, der wohnt hier nicht in der Regel, hat seine Immobilie hier und wenn er ein Problem hat, dann braucht er jemanden, den anruft. Richtig. Und darf er euch noch anrufen im Nachhinein? Natürlich, also wir sind auch keine, die dann die Nummer wechseln, wenn der Deal geclosed ist. Also wir sind 24/7 erreichbar. Was gibt es noch für Probleme? Ja, natürlich auch ein ganz großes Problem für viele ist die Sprachbarriere. Also in Dubai wird dann hauptsächlich Englisch gesprochen und in Deutschland ist es leider noch nicht so weit verbreitet, dass dort jeder Englisch kann. Also das ist natürlich auch auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung für viele und da helfen wir natürlich auch dabei, gerade das Vertragswerk zum Beispiel, den Kaufvertrag auf Englisch, den gehen wir dann auch gerne nochmal mit den Kunden durch, übersetzen das auf Deutsch oder auch wenn es um irgendwelche anderen Dinge geht, die in englischer Sprache zu erledigen sind, sind wir natürlich auch gerne bereit, also so, dass das zu übersetzen. Sich, also so weit, dass sie gut aufgehoben fühlt und das Gefühl hat, einen Durchblick zu haben. Ja. Cool, was gibt's noch? Ja, was hier auch immer wieder vorkommt, was ich auch schon gehört habe, wo ich selber zum Teil geschockt bin, viele Leute, die wollen ein Gesamtkonzept. Also die kommen, kaufen Immobilie, dann wollen die natürlich ein Visa haben, Bankkonto und da gibt es Leute, die rufen verdammt unverschämte Preise auf. Also die machen sich halt dann nochmal über Referrals im Endeffekt die Taschen voll. Das heißt, die empfehlen dich entsprechend weiter, verlangen dann den doppelten oder dreifachen Preis, bekommen dann nochmal als Referral den Kickback. Also das finde ich schon teilweise dreist, was da also typisch bei Testamenten ist das üblich. Ja, Testament ist auch so ein Thema. Also alles, was also an der Immobilie ist. Visumsbeantragung, da nehmen die teilweise Summen, das gibt es gar nicht. Bankkonto. Alles extra abgerechnet. Bankkonto mal 5K für Bankkontoeröffnung. Ja, und man kann ja hier in Dubai wirklich alles selber machen. Also du bist ja auch ein Freund von Hands-on. Ja, ja. Und das ist halt auch unsere Mentalität. Also wir sagen halt, wie geht's? Wir unterstützen, wir bieten das tatsächlich auch von unserer Seite kostenfrei tatsächlich an. Das heißt auch das Gesamtpaket. Also der Kunde weiß eben, er wird dann nicht. Also wenn er ein Visum braucht, dann fahrt er auch mit dem Kunden mal zum Golden Cube und beantragt mit dem zusammen Visum oder beim Testament. Ganz genau, ganz genau. Und das einfach aber auch umsonst, damit der Kunde nicht gescampt wird. Ja, und es ist ja, die Leute sind ja auch total nett, auch wenn du hier aufs Amt gehst, die helfen dir auch. Und es ist wirklich nicht so schwierig, du musst halt wissen, wo du hingehst. Aber ich finde es auch cool, wenn man es einmal erkannt hat, hat man auch keine Skrupel mehr selber zu machen. Ja. Und die meisten haben halt Informationsdefizit, die denken, das ist hier irgendwie eine andere Welt. Aber sobald sie feststellen, wie einfach das hier ist, wie nett die sind, fallen die keinem Scanner mehr zu lassen. Das ist natürlich auch, finde ich, eure Aufgabe, auch den Kunden zu beschützen. Ja, definitiv. Was gibt es noch für Themen? Thema rechtliche Sicherheit, bürokratische Angelegenheiten und so weiter. Also ist ja auch oft leider Gottes so, dass hier den Leuten in Dubai verkauft wird. Ja, man zahlt ja keine Steuern. Wenn man hier eine Immobilie kauft, sind auch die Mieteinnahmen steuerfrei. Das stimmt zwar hier in Dubai, aber es ist natürlich so, wenn man in Deutschland wohnt, muss man trotzdem sein Welteinkommen in Deutschland versteuern.
Und ja, das sind natürlich auch Sachen, die wir auch offen und transparent kommunizieren und da ja, keinem irgendwie die Taschen voll machen. Ja, viele haben auch so die Sorge bezüglich Rendite, weil es wird natürlich ja viel auch angepriesen. Wir haben ja zweistellige Renditen. Ja, ja, 13%, 12%, ja, ja. Und da haben viele auch so die Frage, ist das denn realistisch, was ist realistisch? Und viele, die wissen nicht mehr, was ist Brutto, was ist Netto-Rendite, rechnet das halt schön. Ja, ja. Wir sind wieder beim Thema Mieten auch mal selber nachschauen, rechnen wirklich mit Mondpreisen hier. Ja. Und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Realistisch, konservativ, das ist auch, war schon immer mein Ansatz, auch selber als Investor. Lieber freue ich mich, wenn es dann ein bisschen mehr wird, als dass ich jemand das Blaue vom Himmel erzähle. Und da muss man halt extrem vorsichtig sein. Ja. Thema Miete ist auch noch ein gutes Stichwort. Also gerade, was passiert eigentlich mit der Immobilie, nachdem ich sie gekauft habe? Also viele wollen ja auch dann ihre Immobilie vermieten. Und auch da unterstützen wir natürlich sehr gerne dabei, kümmern uns darum, den richtigen Mieter zu finden. Oder wenn es um Kurzzeitvermietung geht, dass wir da entsprechende Agenturen auch mit ins Boot holen. Also auch da sind wir natürlich sehr gerne mit dabei. Ja. Ja. Einige Kunden sind auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, überfordert. Die wissen jetzt gar nicht, was sind denn die Schritte, was muss ich denn alles machen? Oder haben vielleicht noch ein Unternehmen in Deutschland, wo sie sich erstmal bezüglich Wegzugsbesteuerung und die ganzen Themen auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich das Schöne, wir sind selber Investoren, ich war auch in Deutschland selber Unternehmer. Das heißt, wir können solche Leute natürlich auch abholen, gesamtheitliches Konzept fahren. Also mit einem Immobilienkauf, da hängt ja noch viel, viel mehr damit zusammen. Und das ist halt auch das Wichtige, den Kunden die Angst zu nehmen, einen Schritt nach dem anderen und den richtigen Fahrplan sozusagen mit an die Hand zu geben. Ja, super. Wie kann der Kunde eigentlich eine Betreuung erwarten durch den Makler? Was ist so der übliche Prozess oder was ist der typische Prozess, den man im Prinzip als Makler, also wie man helfen sollte, um dem Kunden auch die Angst zu nehmen? Also was würdet ihr da sagen, ist das so, also damit der Kunde auch mal eine Idee hat davon, was er eigentlich zu erwarten hat, damit er auch gleich weiß, wenn er an einen falschen Makler gerät und bekommt das nicht, dass er am falschen ist. Was ist eigentlich so, was ihr sagen würdet, was wäre so die Vorgehensweise? Ja, ich denke, es ist extrem wichtig, dass der Kunde auch merkt, dass sich der Makler tatsächlich für die Person interessiert. Also dass er wirklich individuell auf die Person eingeht, sich auch Zeit nimmt, sei es in einem Videocall oder bei einem privaten, persönlichen Gespräch, dass man sich einfach zusammensetzt und nicht auch direkt hier eine Immobilie rausschickt, ein Angebot, was ist dein Budget und hier ist das Angebot. Das kann gar nicht zum Ziel führen. Also wirklich sich die Zeit zu nehmen, individuell auf den Kunde einzugehen und wirklich zu schauen, was ist das Beste. Vielleicht ist auch das Beste, keine Immobilie drüber zu kaufen. Das kann auch sein. Ne? Ja, sehr cool. Was ist eigentlich die größte Herausforderung, oder findest du als die größte Herausforderung für euch mit dem Umgang aus Kunden aus dem Dachverband? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, viele kommen mit so einer falschen Erwartungshaltung, zum Teil auch mit Vorurteilen, die halt in den Medien in Deutschland auch geschürt werden, und dann wirklich dieses Matching hinzubekommen. Also was will der Kunde, was gibt es in Dubai und kann man das auch zusammenbringen? Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Da muss sich der Kunde auch selber Zeit nehmen, selber darauf einlassen, zu verstehen, was ist denn wichtig, was gibt's und können wir da auch zusammenkommen. Also nicht so schickt man Angebote, da kann man gar nicht treffen. Sondern das ist immer wieder beim Thema, was ich vorher auch schon gesagt hatte. Viele versuchen halt diesen Shortcut, diese Abkürzung zu gehen, aber da wird am Ende des Tages wird keiner happy werden. Weder der Makler noch der Kunde. Super Punkt. Gibt es eine Dienstleistung, die ihr uns anbietet, die vielleicht nicht so Marktstandard ist und wo einem sagt, das macht doch mal Sinn, das herauszustellen, weil das geht sonst unter? Ja, definitiv. Also wie wir eben schon angesprochen haben, wir begleiten auch die Kunden nach dem Kauf der Immobilie noch. Zum Beispiel, wenn es um die Anmeldung für das Goldene Visum geht. Dafür verlangt so manche Agentur 5.000 oder 10.000 Euro. Und ja, allein dadurch hat der Kunde mit uns eigentlich sogar schon Geld verdient. Das heißt, das macht ihr ganz umsonst. Genau. Und einfach, ihr beschützt dann den Kunden. Ne? Genau. Richtig. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass man hier wie Freunde behandelt wird und nicht wie, ich sag mal, so abstrakten Kunden, wo nach dem Deal das Thema erledigt ist. Ja. Wie können Kunden eigentlich sicherstellen, dass hier ihre Investition in Dubai langfristig auch rentabel ist? Also mit das Allerwichtigste, würde ich sagen, ist Bauträger. Also schauen, dass man einfach vernünftige Qualität kauft. Da gibt es leider auch sehr, sehr große Unterschiede. Großteil ist tatsächlich auch Schrott. Also das kann man nicht mit dem deutschen Standard vergleichen. Und natürlich auch die Lage. Also extrem wichtig, in einer soliden, in einer guten Lage zu kaufen. Dubai hat natürlich auch viel Platz hinten raus zu wachsen. Da kann auch extrem viel gebaut werden. Also einfach in einer soliden Lage von einem soliden Bauträger zu kaufen, das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte. Wie wichtig ist es eigentlich, dass ihr hier in Dubai wohnt? Also die Einschätzung der lokalen Lage für eure Arbeit als Immobilien Scouts, sag ich jetzt mal so. Ja, dazu habe ich ja eben auch schon ein Beispiel gebracht mit dem Standort Jumeirah Village Circle, was auf jeden Fall für den einen oder anderen der richtige Standort ist, aber für einen Großteil der Leute halt eben auch nicht. Und das sind halt einfach die Dinge, die kann man nicht über Google Maps rausfinden oder die kann man nicht aus irgendwelchen Broschüren rauslesen, weil das wird da natürlich nirgendwo kommuniziert, sondern das sind halt alles Erfahrungswerte, die man wirklich erst vor Ort hier macht. Und wie gesagt, ich habe da
locker 6 Monate dafür gebraucht, bis ich mal wirklich so ansatzweise einen Überblick über die verschiedenen Standorte hier in Dubai hatte. Ich meine, es ist eine 3,5 Millionen Einwohnerstadt, ist natürlich jetzt kein kleines Dorf. Und da braucht man natürlich auch entsprechende Erfahrungswerte, ne, die man erstmal sammeln muss. Ja, cool. Wie wichtig ist eine gute Beziehung zu den Kunden aufzubauen? Ist für mich mit das Wichtigste und für mich ist auch mit das Schönste tatsächlich. Also wenn ich sehe, dass ein Kunde ein gutes Geschäft macht. Also wenn ich sehe, der Kunde ist glücklich, das ist für mich auch mit das größte Geschenk. Natürlich will man auch gutes Geld verdienen, aber wenn der Kunde einfach dankbar ist, wenn er auch merkt, man geht die extra, man hat letztens auch wieder so ein Kunde, der war einfach extrem dankbar, hat auch gemeint, wenn es im Sommer, wenn ich mal wieder in Deutschland bin, komm zum Essen vorbei, ich will dich einladen. Das ist für mich mit das größte Geschenk, wirklich. Ja. Welche Herausforderungen seht ihr hier speziell im Immobilienmarkt in Dubai und wie meistert eure Company das für Dubai? Ja, es gibt ein extremes Überangebot. Zum Teil würde ich auch sagen, ist auch mehr Schein als Sein. Muss man halt auch extrem aufpassen. Auch extrem filtern die Informationen, auch nicht alles für die volle Wahrheit nehmen, was dann vielleicht versprochen wird. Also schon auch eine gewisse Skepsis an den Tag legen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, auch schnell sein und entsprechend zuschlagen. Weil der Markt ist ja dynamisch. Wir haben ja nicht nur deutsche Investoren aus der ganzen Welt strömen nach Dubai, hat extremen Zuwachs und dementsprechend sollte man schon eine gewisse Skepsis, sich auch nicht unnötig unter Druck setzen lassen, aber wenn es dann wirklich ein gutes Angebot gibt und man vorbereitet ist, dann auch entsprechend vorbereitet sein und auch zuschlagen. Cool. Verwendet eure Agency Real Dubai eigentlich auch Technologie für die Kundenbetreuung? Ja, also wir haben auch ein eigenes CRM-System, wo wir alles einpflegen. Das heißt, der Kunde wird auch bestmöglich betreut von uns und wir haben auch die Möglichkeit sogar, dass wir noch Partner entsprechend anbinden. Das heißt, er ist auch genau hinterlegt, wenn jetzt jemand einen Kunden bringt. Könnt ihr auch gerne bei uns euch melden, wenn ihr da jemand habt. Wenn du investieren möchtet, ihr habt natürlich keinen Kontakt, keinen Nachbar vor Ort, dann sind wir genau die Richtigen. Das sind eure Kunden auch in den besten Händen. Also dann verlinke ich nochmal drunter. Und wenn ihr mal Lust habt, mit Real Dubai zusammenzuarbeiten, weil Kundenpotenzial da ist, aber halt die Marktkenntnis fehlt, dann könnt ihr sicherlich super diese Lücke schließen. Hm? Definitiv. Super, super. Abschließend, was wäre der wichtigste Ratschlag, den ihr beide einem potenziellen Investoren mitgeben wollt, würdet, der hier in Dubai investieren? Das Allerwichtigste für mich ist tatsächlich, einen guten Kontakt hier vor Ort zu finden, dem man vertrauen kann, der zuverlässig ist, der ehrlich ist, sich dann auch auf diesen Makler einzulassen, also nicht mit 5, 6 Maklern gleichzeitig, sondern sich dem einen Makler auch zu öffnen, Informationen zu geben, die der Makler auch benötigt und dann zielgerichtet, bedarfsgerecht entsprechend beraten zu können. Cooler Punkt. Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass der Makler entsprechend zuhört. Also wenn ich sage dem Makler, ich will eine 2-Zimmer-Wohnung und der schickt mir eine 4-Zimmer-Wohnung, dann weiß ich, okay, der hat überhaupt gar nicht zugehört, der will einfach nur irgendwas verkaufen. Und dann sollte man sich auch vielleicht Gedanken machen, ob man dann nicht den Makler wechseln sollte. Okay, das ist aber ein schönes Schlusswort. Das heißt, saubere Kommunikation, den Makler als Partner verstehen. Denn gerade wenn ihr nicht in Dubai wohnt, braucht ihr auch als Follow-up im Nachgang jemanden, der hier vor Ort ist. Und wenn irgendwie mal Not am Mann ist, ist halt super, wenn man eine gute Beziehung aufgebaut hat, Makler-Relationship-Management, dass man dann im Prinzip den Makler anrufen kann und sagt, du pass auf, ich habe hier folgendes Problem, kannst du mir kurz helfen? Und dann hilft auch in der Regel der Makler, wenn du an den richtigen geraten bist. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann lasst doch einfach ein Like da, wir würden uns freuen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, hier ist das Wetter traumhaft. Wir freuen uns, glaube ich, alle schon auf den Strand. Liebe Grüße aus Dubai. Ciao.